Die Top 5 der tragischsten TV-Auftritte. Willkommen in unserer neuen Top 5, und zwar den 5 tragischsten TV. Willkommen zur neuen Top 5. Heute geht es um die 5 tragischsten TV-Auftritte von euren YouTube-Stars. Viel Spaß! Platz 5. Simon Desue bei Promi Big Brother. Zugegeben, die Vorstellung, Badewannenbefüller Simon Desue für unbestimmte Zeit in einen Container einzusperren, klingt zuerst wie die beste Idee seit Pizza 4 Käse. Dumm nur, dass Desues Auftritt bei Promi, richtig gehört Big Brother, von zahlreichen Kameras begleitet wurde. Tja, und 2 Wochen später war er schon wieder frei. Also eigentlich bin ich nicht so. Schaust du noch TV? Tragisch. Schaust du noch TV? Tragisch. Nein, warum? Also ich weiß nur, dass er da war und dass er sich doch da seine damalige Ische an Land gezogen hat, soweit ich weiß. Und dass er auch wieder schnell vorbeiging, aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da abging. Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Da hat sich ganz Twitter darüber lustig gemacht. Also ich habe es nicht genau gesehen, wie er sich da bei Big Brother verhalten hat, aber es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also ich meine, das nächste Big Brother sollte ja eigentlich nur noch aus YouTubern bestehen von der Sorte. Simon Desue ist natürlich eine absolute Kultfigur. Der hat es wirklich als einer der wenigen geschafft, von der alle wirklich der ersten Generation, weil er ist ja 2011, 2010 schon groß gewesen, der immer noch klickmäßig funktioniert. Er hat es wirklich bis in die neue Zeit geschafft. Die meisten YouTuber sind ja privat viel schüchterner, also bei mir ist es ja genauso, als in ihren Videos. So, und da hat man das nochmal richtig mitbekommen. Er war ja sehr still, er war ja sehr schüchtern. Ich kenne ihn eigentlich nur mit großer Klappe, aber da hat er sich ja irgendwie ein bisschen zurückgehalten. Ja. Schade. Ja, aber er war, glaube ich, gar nicht schlecht. Also die Leute mochten ihn, glaube ich, irgendwie. Aber naja, komm, Amerika ist, glaube ich, besser für ihn als RTL 2. Ja, also ich persönlich würde ja selber nie da reinziehen. So. Ich bin ja an sich schon kein WG-Typ und lebe lieber alleine. Und dann mit den ganzen Kameras, die überall verteilt sind und ständig an sind, so, das ist weird. Platz 4. Sarazar bei Zirkus Halligalli. Aber eins muss man echt sagen, das Spiel ruckelt überhaupt nicht und läuft echt flüssig. Leider gibt es hier und da aber irgendwelche komischen Bugs und Grafikfehler, habe ich auch schon gesehen. Auch der dauergewählte Neu-DJ Sarazar wagte mal einen Schritt raus aus dem Gaming-Zimmer und rein ins TV. Bei Zirkus Halligalli machte er das, was er am besten kann. Er let's playte eine gesamte Ausgabe und lächelte charmant in die Kamera. Fazit des größten TV-Experiments seit Gottschalk Live: Sari war stets bemüht. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Da war der bei Halligalli! Leck mich am Arsch! Oh, warte, ich werde angerufen. Entschuldigung. Ich gehe aber nicht dran. Ja, Halligalli war natürlich immer eine tolle Sendung, die habe ich immer sehr gerne angeschaut. Hab ich mir auch sehr gerne. Und da gab es mal eine Sendung, wo Sarazar tatsächlich aus dem Off eine Sendung kommentiert, Let's Play hat. Fand ich nicht so pralle. Also tatsächlich weiß ich über Sarazar gar nicht so wenig, außer dass er der brillentragende Techno-Gronk-Kumpel ist, der gerne in Urlaub fährt. Okay, also Zirkus Halligalli finde ich cool. Da kenne ich schon wieder nicht. Aber so Zirkus Halligalli, ne? Wisst schon? Würde ich auch mal hingehen. Also, ne, Freunde? Hallo? Also, ich finde Halligalli eigentlich ganz cool. Ich meine, das ist ja ungefähr ein bisschen unser Humor. Sarazar eigentlich auch. Also, so, wenn man da was zusammen macht, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Also, wir nicht die ersten YouTuber, die aus der Telefonzelle gesprungen sind? Da stimme ich dir zu. Ich war enttäuscht. Ja, ich bin auch ein großer Let's Play-Fan. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass im Fernsehen, sobald man versucht, irgendwelche YouTuber-Formate nachzustellen, dass es immer so ein bisschen forced wirkt. So. Und dann hat das so einen leichten Cringe-Faktor. Kann man machen. Ist halt, kann man es ihm dann vorwerfen? Nee, er ist Let's Player. Also gute Sache. Würde ich vielleicht auch machen. Platz 3. Joyce überall. Der beste Beweis dafür, dass YouTube auch Sprungbrett in eine große TV-Karriere sein kann, ist die 20-jährige Joyce Ilk. Beheimatet zwischen nachmittäglichen Laiendarstellern und Luke Mockridge hat Joyce ihren Platz in der Fernsehwelt gefunden. Sie ist stets die erste Adresse, wenn steinalte TV-Chefs irgendwas mit Social Media machen wollen. How stupid are you? I said 4. 4 große Handtücher. Kannst du nicht zählen oder what? Ah, ist das diese einfach Joyce Joyce Ilk. Joyce Ilk, ist das
die schon 30 ist oder so? Da muss man nicht viel sagen. Joyce war wirklich, ich habe sie bei Verstehen Sie Spaß gesehen. Ich habe sie bei Luke Mockridge auf Z1 gesehen. Ich habe sie bei der Goldenen Kammer auf ZDF gesehen. Ich habe sie in ganz vielen, ja, Schauspielerrollen gesehen. Sie ist ja auch eine wunderbare, wandelbare Schauspielerin. Ja, ja, komm, also irgendwie muss sie sich ja über Wasser halten. Also was mir von der Joyce noch so gefehlt hat, wäre noch dieser Auftritt mit Summerhill. Das hätte das Ganze perfekt gemacht, weil die war eh überall. Und ich habe eh überall immer abgeschalten. Also gut, Joyce, mach so weiter. Ist sie noch irgendwo? Ich weiß es nicht. Die 20-Jährige hat es richtig hart hinter den Ohren. Ja. Was das Talent angeht. Ich gucke sie unglaublich gerne. Ich gucke sie auch gerne. Spielt wunderbare Rollen. Verstehe es gar nicht. Tragisch. Na gut. Irgendwann nervt es halt auch, ne? Nie verfolgt eigentlich. So richtig? Wohnt die nicht auch in Berlin oder so? Nee. Ich würde sie jetzt nicht buchen, wenn ich eine Fernsehshow hätte, aber... Tatsächlicherweise glaube ich, die Joyce könnte ganz gut schauspielern, weil sie ja nicht singen kann. Also irgendein Talent muss sie ja noch überhaben. Also deswegen, Joyce, halte ich dann. Gute Sache, machst du schon. Singen halt nicht. Cold Mirror im Fernsehen ist besser. Ich kenne niemanden. Ich kann eigentlich auch schon wieder gehen. Macht gar keinen Sinn, dass wir das Video aufnehmen. Ist ja alles... Ein verdienter Platz 3. Platz 2. Shirin David bei DSDS. Wenn alteingesessene TV-Shows mit dem Quotentod ringen, können reichweitenstarke Influencer die letzte Rettung sein. Ich betone können, denn auch wenn Shirin David dem Musikantenstadel für Inselbegabte, kurz DSDS, eine neue Duftnote beschert, nützt dies doch wenig, wenn das Format schon ein bisschen riecht wie Opas Füße. Uah, da kriegst du voll den Breschreiz. Der Platz Nummer 2, hast du das gesehen? Ja, keine Ahnung, kann man machen, habt ihr mal ungeschminkt gesehen, war ein hübsches Mädchen, habt ihr danach nie wiedererkannt. Ich fand das ja interessant, dass die so viel Hate abbekommen hat für ihre Schminke, das war ja nie anders, ne? Aber kaum ist die im TV, rasten alle aus aufgrund ihrer Schminke. Puh, keine Ahnung, muss nicht Shirin sein, wer weiß, wer drunter steckt. Bis heute weiß man es wahrscheinlich, vielleicht Mert, man kann es nicht sagen. Sie dreht da nicht mal mit ihm, aber so als Body-Double kann es schon sein. Eigentlich schon ganz süße Maus, so, ne? Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. So. Shirin David hat es bei DSS probiert in der Jury und ich muss sagen, sie hat schon frischen Wind reingebracht, aber tragisch an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass DSDS trotzdem scheiße bleibt. Ach, ja, DSDS halt, ne? Wie so viele vor und wahrscheinlich auch nach ihr, weiß die halt auch über Musik Bescheid. Ist halt für mich jemand, die halt vorher schon Jahrzehnte zuvor wirklich gute Musik gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, DSDS ist auf jeden Fall jetzt auf seinem Höchstpunkt, was alles angeht. Und klar, dass sie dann da mitmacht, ne? Natürlich. Ich hatte tatsächlich mal spaßerhalber überlegt, dahin zu gehen und einfach irgendwas vorzusingen, aber ich glaube, ich habe mich blamiert, bis zum geht nicht mehr, deswegen lieber nicht. Also, das war tragisch, dass die Shirin das gemacht hat, weil die Shirin, die kann mehr, oder? Wicked! Also, ich habe hin und wieder mal reingeschaltet und ich finde, eigentlich hat sie schon einen recht professionellen Eindruck gemacht. So. Also ein verdienter Platz 2. Anschnallen, jetzt wird spannend! Platz 1. Dagi B bei TV Total. Zugegeben, Stefan Raab hat viele Talente. Der Umgang mit YouTubern gehörte leider nie dazu. Was macht ihr normalerweise? Also gibt es kein normalerweise oder ist das, was ihr macht? Habt ihr Berufe, habt ihr was gelernt, außer Schule meine ich jetzt? Ich bin Studentin. Okay, und du? Und ich bin selbstständig. Mit als? Den YouTube-Videos. Ah, mit den YouTube-Videos, okay. Auch, ja, okay. Also es sind ja nicht nur YouTube-Videos. Sondern? Das sind noch mehrere Sachen halt. Ah, okay. Willst du nicht drüber reden? Werden unseren Social-Media-Stars anderswo die mit Hummer gefüllten Bäuche gepinselt, hatte der Rabinator meist nur eine Frage. Wie viel verdienst du? Da verdient ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem YouTube-Kanal, oder? Ja, also man verdient schon mit YouTube was, aber das ist auf keinen Fall der Grund, warum wir das machen. Nein. Bibi würde ihm heute wohl antworten, mehr wie du. Oh, ich erinnere mich, okay. Ja, danke bei TV Total, was soll man sagen? Ich habe es nicht gesehen, mir wurde es bloß erzählt, wie es da gelaufen ist. Ehrlich wie immer, souverän und offen. Ähnlich wie damals ja mit Lyant und der Kiste mit irgendeinem Produzenten von irgendeinem Label oder Kameramann oder was auch immer oder Cutter. Wie kann man nur so blond sein? Ich hatte ein komisches Gefühl, wo ich das gesehen habe, weil irgendwie, weiß nicht, kamen die so Trigger drüber. Also ich weiß gar nicht, ob das bei Dagi oder Bibi der Fall war, aber die beiden haben sich ja wirklich, also, und ich dachte, ich
rechtfertige mich ständig. So. Das war aber schon, ja, also komisches Gefühl. Die haben versucht, irgendwie alles so irgendwie gerade zu biegen. War ein komischer Auftritt. War jetzt auch nicht so geil. Weil das war noch relativ früh, glaube ich. Aber irgendwie wirkte sie so ein bisschen nicht klug. Also ich glaube, der Raab fühlte sich selber ein bisschen verarscht, wenn man dem da so einen hinsetzt. Es war halt insgesamt sehr unglücklich und man hat gesehen, dass sie sehr, sehr aufgeregt war. Ja. Und tragisch. Es war eine riesige Würde, die sie dir auf den Schultern getragen hat. Ja, der gute Stefan, der hat ja auch immer gleich gefragt, wie viel man verdient. Kann man machen, so fragen, aber eigentlich so muss man ja auch nicht drüber reden, ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich verdiene. Wenn mich jemand fragt, wie viel ich verdiene, und Stefan Raab, damit ich wahrscheinlich sagen soll, frag Bibi. Und da saß wahrscheinlich auch leidend im Publikum. Saß, ja, tatsächlich. Luftküsse zugeworfen, war alles ziemlich schwierig für Dagi. Also ich an ihrer Stelle hätte mich schon ein bisschen geschämt, ja. Ich hätte mir vielleicht was anderes gesucht. Ich frage mich bis heute, was meint sie denn mit andere Sache? Anderes? Ja, Fashion. Wie sagt sie das denn nicht? Anderes. Fashion macht sie noch. Das war tragisch. Ja, sie war an dem Abend wohl die größte Witzfigur Deutschlands. Ein verdienter Platz. Boah, endlich ist das Video vorbei. Ach so, fast. Wir kommen in der Endcard. Schreibt was in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns jetzt die Tage wieder. Ja, wir laden ja oft was hoch. Wenn ihr uns abonniert habt, wisst ihr das. Und ja, Dennis, wir gehen jetzt in Schokoladensoße baden. Auf heute Wiedersehen und Farewell. Farewell.